Hi zu Bau Boom Bang und in dieser Folge wird's gruselig und cool. Also habt Spaß und dann seht ihr auch, wozu ich die ganzen Holzreste verarbeite. Es steht Halloween vor der Tür und was braucht man? Man braucht natürlich gruselige Deko und beim Multimaker Bau Boom Bang muss es auch mal darum gehen, weil ich habe so viel Holzreste und habe ich mir gedacht, hey, letztes Jahr habe ich so einen Kürbis aus Salzteig gebaut und das ist ja nicht in die Hose gegangen, es hat funktioniert, aber der hat die Luftfeuchtigkeit, also den Regen und so draußen natürlich nicht ausgehalten und ich weiß auch gar nicht, wie auf die Idee kam, den überhaupt rauszustellen. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, ich habe mir so ganz viele Ovale groß anfangend und dann immer kleiner werdend hier ausgedruckt. Das werde ich euch natürlich auch zur Verfügung stellen. Und die werde ich jetzt als aus einzelnen Layern quasi ausschneiden aus den Reststücken. Das wird alles miteinander verleimt und den Rest seht ihr gleich. So, damit mir keiner was vorwerfen kann, habe ich einen Uhu und einen Prittstift. Dann ist auch für Gerechtigkeit gesorgt. So, was ich jetzt machen muss, ist hier diese. Ich habe hier einmal einen, warte, da muss ich einmal gucken. Das ist nämlich die Mitte und den habe ich einmal so ausgedruckt, dass das auch passt. Die Teile, die kann ich mir eigentlich einmal kurz grob so ausschneiden. Die kann ich mir ein bisschen gröber hier einmal ausschneiden. Dann weiß ich wenigstens ungefähr, wo die Kanten sind. Muss man aber nicht machen. Naja, ich schneide jetzt mal die ganzen Kreise aus hier. Ganz wichtig ist hier noch draufschreiben, was welcher Layer ist. Das ist nämlich dann der zweite, den brauche ich zweimal. Das ist der dritte, brauche ich auch zweimal. Tadam! Alles ausgeschnitten und ihr seht, wir haben insgesamt 9 Layer, aber es sind ein Mittellayer und 8 Stücke jeweils zu einer Seite. Also ich muss die Teile alle zweimal ausschneiden und das einmal ausschneiden. Das heißt, ich suche mir jetzt die passenden Stellen im Holz und ihr seht ja, das kann ich ja quasi auch aus der Mitte daraus nehmen. Das heißt, das werde ich natürlich innen drin ausschneiden und das Holz dann nochmal benutzen. Ich will ja nichts wegschmeißen oder eher gesagt, ich puzzle so ein bisschen, was am besten passt. Die ersten 3 Teile habe ich jetzt schon mal aufgeklebt und jetzt schneide ich das erstmal aus, weil davon brauche ich ja 2, davon auch und dann probiere ich, ob das da irgendwie noch irgendwie hinpasst oder ich noch ein anderes Teil habe, weil das ist jetzt mein einziges 15 mm Stück und das sind ja 13 und dann versuche ich vielleicht die anderen Teile auf 13 drauf zu kleben. Wir gucken mal. Also gehen wir jetzt an die Bandsäge und schneiden es da mal aus. Wenn jetzt so wie bei mir die Bandsäge ein paar Tage stand und nicht gearbeitet hat, ist das Band natürlich immer ohne Spannung. Das hält einfach länger. Das heißt, hinten die Bandspannung aktivieren, also quasi das Band wieder spannen und einmal Probe laufen lassen. Ob noch alles sauber läuft, top. Dann kann ich jetzt hier quasi einmal alles wieder runterfahren, weil jetzt muss es ein bisschen tiefer sein, so, damit die Bandführung auch perfekt ist und dann geht's los. Dann haue ich mir jetzt erstmal, was haue ich mir jetzt als erstes durch, quasi glaube ich das hier mal. Ich säge mir jetzt erstmal die Teile hier so ein bisschen aus, ihr seht ja gar nichts. Thank you.
So, nach den ersten Teilen an der Bandsäge ausgesägt, habe ich mir gedacht, ey, wisst ihr was? Klar kann man das mit der Bandsäge machen, aber ich mache es jetzt einfach mit meiner Stichsäge. Denn erstens kommt immer wieder zum Einsatz und zweitens geht es viel, viel schneller. Und es muss gar nicht so akkurat sein, weil es wird ja nachher eh alles noch geschliffen und rund gemacht und so weiter und so fort. Also daher ab mit der Stichsäge und ab die Post, würde ich sagen. Jetzt aber! Geht doch viel schneller, Mann! Und kann jeder. So, ich habe jetzt zwei Layer jeweils davon geschnitten und jetzt muss ich die Innenkreise ausschneiden. Ich habe natürlich erstmal nur die großen gemacht. Dazu, ich kann mir die hier auch kurz eben verklemmen, fällt mir gerade ein, nehme ich mir jetzt hier den Bohrer und bohre an einer Seite schön mehrfach durch, um ein bisschen Platz fürs Sägeblatt zu bekommen. So, und jetzt, guck, da passt das Sägeblatt durch, da kommt's raus. Kurz ein bisschen zur Hilfe festgespannt und dann ansetzen und dann sollte es gehen. Anmachen. Wie es sich herausgestellt hat, ist es natürlich mit der Stichsäge tausendmal schneller als mit der Bandsäge, weil es muss ja auch nicht so exakt sein. So, wir haben jetzt hier unsere ganzen Schichten und ab hier ist natürlich innen drin hohl, wie ihr seht, da könnt ihr dann da reingucken, also das sind dann quasi die Ringe und hier sind die beiden Außenteile. So, jetzt haben wir alles quasi zusammen und jetzt pinne ich mal kurz das Papier ab und dann kommt der Kleber drauf, dann wird das Ganze verzwängt und dann müssen wir nur noch warten, bis es anständig getrocknet ist. Und dann kann die Schleifarbeit anfangen mit der Hoffnung, dass es funktioniert. Irgendwie ist der mir sehr platt geraten. Aber wir gucken mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ich hoffe, es funktioniert. Mehr Reste habe ich nicht, aber zur Not geht es halt in die Hose. So, jetzt habe ich das ganze Papier abgemacht, der ganze Mist liegt auf dem Boden. Ich habe doch nicht alles abgemacht. Egal. So, jetzt werde ich das Ganze miteinander verkleben. Ich habe mich gerade etwas geärgert, dass ich nur noch Tightbond am Start habe und gerade gar nichts anderes. Aber das wird da jetzt auch natürlich mit funktionieren und alles gut. Kann sich auch anstellen, echt wirklich. Kann sich auch anstellen. So, ich mache es jetzt einfach mit dem Finger. Und mit der Hoffnung, dass das ausreicht und ausreichend verklebt wird. So, ich mache jetzt hier einfach bombenmega viel drauf. Ihr könnt die Pläne trotzdem runterladen, nachbauen und das gleiche Schicksal haben wie ich. Was haltet ihr davon? Und jetzt werde ich das Teil einfach so mit dem anderen Ding verheiraten. So, Kleberdruck. Ich weiß noch gar nicht, ob das so intelligent ist, dass ich das jetzt schon komplett miteinander verheirate, aber naja, probieren geht über studieren, ne? Wo dieser Spruch eigentlich herkommt. Ja. Zapalot, wer hätte das gedacht, dass das passt. So, jetzt habe ich nämlich Zeit hier mit dem... Man lernt ja, weißt du, man lernt ja nicht aus.
festmachen. Die andere Seite hochheben. Sieht noch aus wie ein Bienenwabenstock, oder? Aber das lassen wir jetzt mal fleißig trocknen. Jetzt haben wir ungefähr 2 Stunden gewartet und das Ganze ist schon anständig, glaube ich und hoffe ich, getrocknet. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und das heißt schleifen, 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 schleifen. Wir müssen jetzt hier raus aus der groben Form die passende Form rausschleifen. Und das mache ich jetzt mit meinem Exzenterschleifer mit einer 60er Scheibe, weil da muss richtig was runter jetzt. So, ab die Post, ne? Würde ich mal sagen. Zack. Und zack. Ich lasse das ganze Ding eingespannt, dann habe ich mehr Kraft einfach zum Schleifen. Hier so. Nur mal ein kleiner Zwischenstand, es funktioniert auf jeden Fall, aber ich muss jetzt schleifen, 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 schleifen. Okay, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen Massaker an der Bandsäge gemacht, weil da hätte ich mich sonst zu Tode geschliffen. Wenn ihr natürlich eine Drechselmaschine habt, dann geht es natürlich noch besser, aber ich habe es mir jetzt ganz grob das Band ganz frei gemacht und dann hier so ganz vorsichtig entlang geschoben und jetzt kann ich weiter schleifen. So, kleiner Zwischenstand, noch nicht so richtig doll geschliffen und schon ziemlich gut geschliffen. Jetzt wird erstmal weiter geschliffen. So, jetzt habe ich aber ordentlich was weggeschliffen und das Ding hat, naja, nicht so eine richtig, richtig coole Pumpkin-Form, aber es geht schon, weil jeder ist ja anders gewachsen und ich hatte halt als letztes Mal so einen flachen und deshalb hatte ich mir den als Muster quasi genommen. Aber ich finde es trotzdem schick und ich glaube, wenn das typische Ritze-Ratze-Muster hier drin ist und erstmal ein Lämpchen drin ist, ich glaube, dann sieht es trotzdem ziemlich cool aus. Genau, ich entscheide mich jetzt, dass das da wird unten und das wird oben. Und jetzt werde ich erstmal hier anzeichnen, dass ich hier so einen Verlauf reinmachen möchte, nochmal so... So Furchen reinmachen. Genau, so das ist unten, das ist oben und da mache ich jetzt so eine Mulde rein und dann mache ich diese Riefen da noch rein. So, ich designe das Ganze jetzt hier mit meinem kleinen Winkelschleifer mit der Holzscheibe und das funktioniert echt super. Ich würde sagen, mit den Riefen sieht es schon richtig gut aus. Also das ist schon ein Pumpkin hier auf jeden Fall. Also könnt ihr euch das vorstellen? Lecker, 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 lecker Pumpkin. Trotz Spitzenabsaugung sieht es hier aus wie bei Hempels unterm Sofa, aber völlig egal. Jetzt geht es hier um das Pumpkin-Gesicht quasi. Es geht wirklich jetzt hier um die Fresse. Ja? Wie soll das aussehen? Ihr kennt das typische Pumpkin-Gesicht und sowas werde ich jetzt hier aufzeichnen. Genau, ich nehme die Seite hier und dann werde ich jetzt mal hier die Augen einzeichnen. Auch einen bösen Pumpkin, oder? Oder nee, wir machen einen bösen, lieben Pumpkin. Ein Kürbisgesicht. So, und dann kriegt er noch diese Zahnteile natürlich da rein. So, was haltet ihr davon, hä? Ich finde in der Spitze. Naja, dann bohre ich da jetzt mal rein und dann gucke ich mal, wie ich das aussäge. Wahrscheinlich mit der Stichsäge. So, mit einem 6er-Bohrer nehme ich mir das ganze Ding jetzt hier mal vor und bohre mal.
Ein paar Löcher habe ich schon mal reingebohrt und jetzt gucke ich mal, wie ich das da rauskomme. Das sieht schon super aus. Die Qual der Wahl, es funktioniert mit dem Beitel perfekt. Also ich beitel die Teile quasi aus und danach mit der Feile. Ich habe verschiedene Raspel quasi, Raspel und Feilen. Also Raspel sind, glaube ich, dann einfach, sage ich jetzt mal so leinenhaft, hat was damit zu tun, wie grob quasi die, der Stich auf der Raspel oder auf der Feile ist. Und da seht ihr schon mal das erste ausgeschnittene Auge. Das sieht schon mal super aus. Ne? Ich steche das hier mit dem Beitel so vor an den Kanten, damit ich einen scharfen Ausriss habe. Oben. Das Schwierige ist wirklich bei einem runden Gegenstand die Richtung zu finden, weil das muss ja von vorne quasi dann das Loch sein. Und beim Multiplex natürlich klar, hier so Ausrisse, aber das ist ja ein Holzkunstgegenstand und da darf das sein, weil das ist ja Nature, weißt du? Eigentlich bräuchte ich jetzt so eine Mini-Stichsäge. Hier ist jetzt die grobe Form und jetzt können wir hier mit dem Raspel ran. Der Mund fehlt noch, aber das lässt sich schon mal anschauen und ihr könnt es natürlich mit einem Beitel, mit einer Größe schaffen und auch mit einer Feile. Ich habe jetzt zum Beispiel wirklich einen Raspel und feine Feilen in verschiedenen Größen und wichtig ist auf jeden Fall eine flache und eine halbrunde Seite. Damit könnt ihr schöne Formen daraus feilen. Jetzt kommt noch der Mund. So, das dauert mir zu lange. Ich nehme jetzt mal auch unkonventionelles Material. Ich habe jetzt einen Fräskopf hier an meinen Dremel dran gepackt und ab die Post. Ganz ehrlich, ich komme mir ein bisschen vor wie ein Zahnarzt. Oh, schlimm. Alter, hier sieht's aus. Es ist unfassbar. Aber ich habe die Fresse fertig. Und jetzt kann ich nur sagen, was da rauskommt. Jetzt kommt der Edelfuscher in mir raus, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe jetzt hier oben mal diesen Sternausschnitt quasi, mit dem man den Deckel wegnehmen könnte, da angezeichnet und überlegt, wie kriege ich das jetzt raus, ohne viel Material zu verlieren. Und mir ist nichts Gutes mit meinem Werkzeug eingefallen. Und deshalb nehme ich jetzt die Rückseite, mach da mit dem Kreisschneider das Loch rein, wo ich hier meine Fake-Kerze da unten einlassen kann. Und genau, und dann habe ich direkt auch quasi ja, einen Deckel oder so. Hier oben unser Kreuz, also unseren Deckel, unseren Fake-Deckel, den werde ich jetzt hier wieder mit dem Winkelschleifer anfaken. Ding immer echter. Top, top, top. Zeichne mir jetzt mal hier das Kerzenloch ein. So. Wenn ich das jetzt rausnehme, dann passt da die Kerze rein. Ich probiere es einfach mal aus. Kreisschneider und ab die Post. Okay, da ist das Ergebnis. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch besser nicht. Huiuiuiuiuiuiuiui. Gewünschte Lichtchen drüber. So, Leute, jetzt kommt noch was Wichtiges und zwar jetzt kommt noch der Stiel. Ey, hier sieht's aus und ich mach auch nicht sauber, weil egal, völlig egal. So, also, wir müssen jetzt noch den Stiel machen und den Stiel forme ich
einfach so. Frisch von der Bandsäge nehme ich mir jetzt den Kollegen und schleife den. Was schreibe ich denn? Ich finde, der ist echt cool geworden und jetzt kommt natürlich hier noch unser Stiel oben drauf und der wird einfach geklebt. So, dann noch ein bisschen Kleber drauf. So, und dann kommt der jetzt hier drauf. Tam! Ich finde, der Kollege ist ziemlich cool geworden. Das Kürbisgesicht ist fertig. Also ja, ich finde, es ist mir echt gut gelungen und jetzt kann natürlich jeder damit noch machen, was er will. Ich wollte das so Natur belassen und ja, das sieht echt richtig cool aus. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen stärkeres Licht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, kommentiert fleißig und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert mich. Ich freue mich auf euch, euer Bauboombang und ein schönes Halloween!